Ein herzliches Hallo euch allen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Erichs kulinarisches Erbe. Und heute gibt es bei uns süße Kürbissuppe. Eingeschickt wurde uns das Ganze von der Regine, vielen Dank dafür. Und die machen wir heute mal nach. Ist ein sehr einfaches Rezept nochmal. Ja, und ist das Besondere bei dieser Kürbissuppe ist, es ist eine süße Kürbissuppe. Was man dafür braucht, könntet ihr eben kurz sehen. Oder gibt es wie immer auf unserem Blog nochmal nachzulesen. Zunächst mal brauchen wir natürlich für jede Kürbissuppe Kürbis. Den haben wir hier schon klein geschnitten, in Würfel, in Wasser gegeben, in den Topf und zusammen mit Zimt und Zucker kochen wir den erstmal weich. Das dauert ein paar Minuten, je nach Härte des Kürbis. Und wenn der dann weich genug gekocht ist, dann nehmen wir uns einen Stampfer oder einen Mixer oder was auch immer und pürieren das Ganze. Dann haben wir noch Milch und ein bisschen Vanillepuddingpulver. Das mischen wir beides zusammen. Und die Suppe lassen wir dann nochmal kurz aufkochen, während wir dann das verrührte Puddingpulver mit der Milch einfach dazugeben und schön verrühren. Da kann man auch gucken, wie dick man die Suppe haben will. Je nachdem gibt man halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger von der Mischung dann mit dazu. Ja, dann lässt man das nochmal ganz kurz kochen und dann ist die Suppe im Prinzip schon fertig. Eignet sich auch wunderbar als Dessert. Ja, und ist mal eine süße Alternative zu den sonstigen Kürbissuppen. Das war schon wieder von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Falls ja, falls nicht, lasst es bleiben. Ansonsten habt ihr hier wie immer auch nochmal zwei Rezeptvorschläge von uns. Einmal das berühmte Steak au Four. Das haben wir auch schon mal gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es noch Backbananen. Im Prinzip ausgebackene Bananen sind das. Auch ein Dessertvorschlag. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Ansonsten gibt es alle Rezeptangaben auch auf unserem Blog.